Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Pro Evolution Soccer 15 auf dem PC. Und ja, Transfermarkt Neuigkeiten und hier sehen wir, dass wir einen Donaire gekauft haben, Kelvin gekauft haben, beide für je 8 Millionen. Und Depay, da haben wir 18 springen lassen. Also 17,9. So, aber wir waren dabei zu gucken, was wir hier für Angebote bekommen haben. Schauen wir erstmal bei den niedrigen hier. Caceres. Was ist denn? Gucken wir mal hier rein. Position, Ablösesumme 5 Millionen, kompletter Transfer. Und Wert ist er 6,7. Ja, ich. Boah. Jo, hau rein. Komm. Warum ich wieder Unterwert verkaufen muss, weiß ich auch nicht, aber weg damit. Mannschaft wechselt nicht mehr. So, Caceres hat sich erledigt. Romelu. Romelu war 27. Verhandlungen. Ablöse. Das ist. Weg. Komm. Ich bin so frei. Jo, alles klar. Arturo Vidal, der wird nicht verkauft. 25 Millionen und der ist 24 wert. Real Madrid. Nein, Verhandlungen beenden. Den müssen wir behalten. Darauf wollte ich eigentlich mein Spiel aufbauen. Pardoin. Pardoin. 30 Jahre. Der darf auch unter Marktwert gehen. Guck mal, da geben sie aber mehr, ne? Hau rein, Pardoin. War schön mit dir. Vielleicht hatten wir den gar nicht auf der Liste. Ich weiß es nicht. Pepe. Ja, da kommen wir der Sache nämlich schon näher. Ah, während mein Ohr juckt. 12 Millionen und der ist so. Aha, okay. Das akzeptieren wir. Voll und ganz. Ja. Weg mit dem. Und jetzt können wir uns auch wahrscheinlich alles kaufen, was wir uns noch verkaufen wollten. Wenn hier 30 Millionen. Das ist doch toll, oder? Das ist so toll, dass wir das noch ein bisschen ausreizen. Oder versuchen auszureizen. Wir wollen 35 Millionen. Glatt auf die Hand für Carlos Tevez. Finde ich nicht gut. Dann 33. Ja komm, 33 Millionen. Und er ist euer. Denn im Moment haben wir ja schon gutes Geld auf der Kasse. Und können hier mal nämlich wieder reinschauen. Lukaku und Sterling, genau. Das waren nämlich noch so die beiden. Ja, für beide wird es, glaube ich, wieder eng, ne? 30 Millionen, der hat schon 38. Wir akzeptieren das Lukaku-Ding mal. Dann sind wir bei 23, dafür kriegen wir keinen Sterling. Wie viel wollen die dann? 31. Okay, pass auf. Versuchen hier die Geschichte nochmal. Ah. Auf 30 Millionen finden die nicht gut. 31 Millionen. Mal gucken, ob wir da noch verhandeln können und ein bisschen Zeit schinden können. Ne? Das ist gerade das, worum es mir eigentlich geht. Um Dings zu bumsen hier. Sag mal schnell. Ja, hier den Deal mit Madrid vielleicht noch zu machen. Ach, wir spielen schon wieder. Ja, toll. Den Deal mit Madrid machen, genau. Und, ja, genau. Ihr wisst schon. Dann Geld zu haben. So, Geld ist immer gut. Was ist denn jetzt hier los? Tevez. Wir nehmen auf jeden Fall mal Tevez hier für Llorente rein. Tevez hat mir nicht gefallen. Aber Chiellini kann es gar nicht von letztem Mal gewesen sein, weil Chiellini nämlich gar nicht drin war. Warum auch immer. So, sieht das nämlich schon besser aus. Caceres, Motta, Depay. Depay will ich, genau, für Asamoah. Auf jeden Fall. Ja, den müssen wir ein bisschen offensiver setzen, glaube ich. Wir packen auch Kelvin rein, oder? Wir packen auch Kelvin rein, ja. Doch, 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 das machen wir. Und hier, ein Donaire für Lichtsteiner. Wunderbar. Ja, so möchte ich jetzt gerne spielen. Ich kann natürlich noch ein bisschen die Position editieren. Den nach
umsetzen. Ab wo ist er denn, LA? Ist dann schöner aus, oder? Wunderbar. So, und den Kelvin auch. Der ist nämlich auch ein bisschen. Hä? Hängespitze? Warum Hängespitze? Hängespitze ist hier. Der soll. Hä? Ungewöhnlich. Ja, dann ist er halt Hängespitze. So. Und Vidal geht jetzt mal ein bisschen ins defensivere Mittelfeld. Pogba, ein bisschen mehr Aufteilung. So, ich glaube, das ist Bombe. Deckungsarten brauchen wir jetzt nicht. Wir speichern den ganzen Spaß mal eben als Standardtaktik für uns. Puh, mit den Taktiken muss ich mich auch noch mal ein bisschen beschäftigen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier in das nächste Spiel gegen Udinese Calcio. Calcio, das übrigens das erste Ligaspiel. Und Stadio dell'Alpi. Okay, oder das Juventus-Stadion. Stadium. Sieht auch nicht aus wie das dell'Alpi. Egal, wir wollen zocken und wir wollen es jetzt. Ach, dieses. Nein, ich kann das nicht mit dem manuellen Wechseln. Es tut mir leid. Das muss irgendwie hier auch anders gehen. Das ist eine Spielgeschwindigkeit. Können wir vielleicht auch mal hier anpassen. So. Das ist inakzeptabel für mich. So leid es mir tut. Spieleanwalt. Er macht unterstützt, dann halt. Ah, okay. Ja. Das will ich. Wunderbarstens. Bisschen Pressing hier. Wow, schade. Ja, Tevez bringt natürlich ein bisschen mehr Schwung mit rein hier. Ah, übers Füßle. Schön. Aber kein Ballbesitz für uns. So, und da müssen wir jetzt drauf. Genau. Befreien sich und können jetzt den Angriff starten. Das zentrale Mittelfeld gefällt mir noch nicht. So, und Kelvin. Nimmt Vidal mit und oben ist Depay. Depay. Oh. Wollte da nach unten, wahrscheinlich auf Kelvin flanken. So, ich habe noch keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Aha. Ja, schauen wir mal. Flanke mit Schnitt. Abgefangen. Und Kopfballduell verloren. Das ist natürlich richtig ungünstig. Aber die Verteidigung steht. So. Jetzt versuchen wir mal einen schnellen Ball. Ja, der war zu risikoreich wieder mal. Es ist beunruhigend, dass die schneller sind als meine Leute. Das war eher uncool. Aber der Ball ist noch in unseren Reihen und das ist Kelvin! Tevez fliegt runterher und Pogba! Oh, aus dem Hintergrund. Schauen wir uns nochmal hier Annahme und Abschluss von Pogba an, aber ja, hätte der Keeper auch gehabt, fürchte ich. Aber gut, den musst du natürlich hier nehmen. Wenn du den nicht nimmst, dann hast du eh schon verloren. Oh, entgegengehen wäre mal echt eine geile Sache gewesen gerade in der Phase. Und zwar beide. Der eine, der beim Kopfball nicht hingegangen ist. Da muss der Verteidiger wieder rausrücken. Das gefällt mir gar nicht und das mache ich nicht gut. Ja, nee, zieh mal durch, zieh mal durch, zieh mal durch. Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, die KI spielt extrem auf Sicherheit und das ist ja. Nein, bleib drin, sonst überlupfen die dich wieder. Ja. Das ist ja nervig, oder? Dass sie erst dann nach vorne gehen, wenn wirklich die Lücke da ist. Bei mir kommen nicht mal so Bälle an hier.
Oh Gott. Oh. Nee, also wenn der Spielaufbau jetzt wirklich bei der KI jedes Mal so aussieht, dann brauche ich auch kein Pressing spielen, denn das macht ja keinen Spaß. Dann kann ich mir das ja alles hier von hinten angucken oder so. So, Buffon bringt den Ball wieder ins Spiel. Soll ich auch so spielen? So einschläfernd. Kann ich gar nicht, siehst du, weil bei mir die Bälle nicht mehr ankommen. So, da unten ist irgendwas. Tevez. Depay. Und da ist unser erstes Tor. Von dem frisch gekauften linken Flügelspieler Depay. Wird er so ausgesprochen? Oder Depay? Oder Depay? Memphis. Ach, jetzt. Ja, der spielt holländische Nationalmannschaft. Richtig. Den haben wir auch bei der WM gesehen. Guck mal, ich hätte auch theoretisch unten anspielen können, ne? Aber nö, passt ja. Memphis Depay. Ja, von mir aus. Wunderbar. Schön. Schöner Außenriss passt hier. Von Tevez wahrscheinlich. Das wird ja in Zukunft hier. Aber hier, wer war der Initiator? Wer hat diesen Pass gespielt? Der alte Mann, Andrea Pirlo. Selbstverständlich. Ich fand das so geil bei der WM, wie Pirlo da wirklich über den Platz gekrochen ist, ja. Aber ich sagte, wenn der Bursche an den Ball kam, dann war aber auch Halligalli oftmals. Also alles, was er tat, hatte Hand und Fuß. Das war so, weiß ich nicht, wie so ein alter Ninja-Meister, oder? So irgendwie so, ich mach mal gar nichts, aber wenn ich mich bewege, dann rappelt es ganz schnell im Karton. So, ja, ihr könnt da gerne jetzt hinten rumspielen, das ist mir scheißegal. Wir führen und. Da ist Pirlo, Pirlo. Auf Tevez. Warum nicht, warum nicht? Brikic. So, auch mal ein Kopfballduell gewinnen wäre geil. Und Pirlo. Mensch, hat der eine Präsenz. Evra. Na, das wird leider nichts. Und da kommt Arturo Vidal. Ich habe nach unten gepasst. Sehr schade. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Vidal ist da. Vidal ist da, ja. Gianluca Buffon. Oh. Mit einem recht miesen Ball. Aber den habe ich auch weiter nach vorne gespielt eigentlich. Fehlt mir noch so ein bisschen das Daumengefühl. Ich spiele mit Xbox-Controller am PC, selbstverständlich. Beste Controller, den ihr nehmen könnt, meiner Meinung nach. Ja, das kann ich mir auch knicken, da in den Gegner noch reinzuhechten. Mal eben gucken. Ah, okay, das ist also. Ist der da jetzt blank da unten oder nicht? Okay, das andere unten. Irgendwie habe ich es mit der. Mit der Bedienung des Sticks noch nicht so ganz drauf hier. Zielen ist noch nicht meins. Ja, macht immer. Halbzeit 1:0 für Juventus gegen Udinese Calcio. Vielleicht sehen wir hier nochmal das wunderbare schöne Tor von Memphis. Da ist Kelvin, der rechte Flügelspieler. 38% Ballbesitz. Ja, wir brauchen glaube ich auch nicht viel mehr, weil wir jetzt sowieso kontern. Ja, wenn wir natürlich jetzt noch. Egal. So, ja, alles klar. Ich bin schon wieder bei den Transfers. Wir machen aber jetzt erstmal das Spiel zu Ende, würde ich sagen. Bevor wir uns hier um potenzielle Transfers kümmern. Also Lukaku ist ja klar, wenn das gut geht, dann freue ich mich. Und ja. Mal schauen, mal schauen. Erstmal müssen wir natürlich Tevez loswerden. Und da müssen wir hoffen. Na, das ist ein Foul, ja. Dann müssen wir hoffen, dass der Real Madrid-Deal funktioniert. Nicht, dass wir uns da verzockt haben. Noch eine gelbe Karte musst du da jetzt aber auch nicht hier geben. Das fand ich ein bisschen übertrieben jetzt. Wobei, wenn man es jetzt in der Zeitlupe sieht.
War schon ein ordentlicher Tritt von hinten, ne? Oh, Kopfball gewonnen. So, Pogba. Oh, heute in unserer Lektion, wie verhaue ich einen Konter? Torwart, Torwart, Torwart. Buffon, jawohl. Genau. Gibt's gar nicht, oder? Da flanke ich ja nicht hin. Das ist ja das Kuriose. Ja, kein Foul. Braucht er nicht rumschreien und nicht rummeckern. So, Pirlo. Wenn ich jetzt hier und nach unten spiele, kriegt der Pirlo das dann hin? Kriegt er, ne? Schöne Kombination! Schöner Abschluss! Und das 2:0 für Juve. Wir haben weniger Ballbesitz als der Gegner, das ist richtig. Aber wenn wir einmal nach vorne kommen, kann es auch richtig gefährlich werden. Und das war stark gespielt. Und ja, ich überlege gerade innerlich, ob der Verkauf von Tevez wirklich eine gute Idee ist. Ja, irgendwie, schauen wir uns nochmal an. Hier war wunderbar durchgespielt. Und das ist Pirlo. Der stoppt den Ball, spielt nochmal auf Tevez und Tevez mit der Hacke in den Lauf von Pogba. Aber wieder Pirlo auch am Start hier. Zack, ein hübscher Angriff von Pogba mit rechts. Schön, schönes Tor, meiner Ansicht nach. Natürlich, wenn der Verteidiger da mitgeht, ja, wird es schwieriger für uns, aber geht er halt nicht. Macht halt den Fehler, den man nicht machen sollte. Stark. Pirlo, wer sonst? Oh! Oh! Pirlo unaufmerksam jetzt gerade, mit Schwächen. Da kann der rechte Verteidiger jetzt drauf. Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt nicht mehr. Wenn der ankommt, dann ist aber Halligalli im Käfig hier. Schade. Also auf den habe ich ja jetzt schon Bock. Schön mit Piel und eine Saison zocken. Was soll es da Schöneres geben? Abseits, ne? Ja, schade. Jetzt wären wir nämlich durch gewesen. Und zwar allererste Sahne. Oh, aber guck mal, das Knie von dem Verteidiger oben. Eieiei. Mein lieber Herr Linienrichter, kann man aber im Zweifel auch mal, ne, für den Angreifer werten. Den ganzen Spaß. Ist auch ein Foul, meiner Ansicht nach. Pirlo. Pirlo. Wobei am Gegner Pirlo, Andrea Pirlo. Junge, Junge, Junge. Wie ein alter Wein. Er wird nicht schlechter. Ach, der ist leider aus. So, Tackling-mäßig kommen wir jetzt auch langsam, aber sicher ein bisschen ins Rollen. Das ist gut. Hoppa. Wird stärker. Wenn der ankommt, ist es schön, aber der ist zu scharf. Okay. La. Naja, komm. Ich muss zwar nicht für jeden Scheiß hier Geld geben, ne? Kollege! Ernsthaft! Ja, er tritt ihn auf den Schnürsenkel. Okay, klar, auf die Fußspitze. Aber hier jetzt. Alles direkt mit Gelb zu ahnen, kann auch nicht Sinn der Sache sein. So, Aufstellung. Wir wollen mal ein bisschen hier jetzt. Hier der Kelvin, der ist nämlich fertig. Aha.
haben wir denn? Morata, Giovinco. Ja, Giovinco kann ich mir da gut vorstellen. Und jetzt wechseln wir Pirlo aus. Und bringen Marquisio. Ja. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Denn Pirlo, ja, ist klar, er hat einfach nicht die Power, um hier komplett volle Ocke zu gehen. Da steht 2-0. Das Ding ist natürlich nicht durch. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es sieht gut aus und ich möchte jetzt Pirlo auch nicht komplett hier platt machen, schon im ersten Ligaspiel. Er muss ja noch durchaus eine Runde gehen. Das ist ein Foul, ja. Schön, kriege ich auch mal einen Freischuss. Ein bisschen weit weg vielleicht. Und er zückt natürlich wieder gelb. Ja, war aber schön vorbei, Arturo Vidal. 26 Meter. Wir wählen den Schützen. Und zwar mit der Taste. Aha. Ich habe ja keine Ahnung. Freistoß. 81. Ja, hier, der 81er. Giovinco, natürlich. Wenn es ein Linksfuß? Nein. Aha, 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 aha. Und hoch, hoch geht's so, alles klar. Gut, dann hau mal rein. Oh. Naja, immerhin irgendeinen Kopf getroffen. Headshot, alles gut. Könnte interessant werden mit diesen Freischlüssen. Wie das mit den Ecken hier funktioniert. Das ist eine gute Ecke. Wow! Das war ja eine richtig, richtig gute Ecke. Und ist es Außenpfosten oder hinten an die Stange getickt? Ich glaube, es war sogar Außenpfosten. Nicht schlecht. Wenn der reingeht, steht es hier 3-0 und wir können wirklich beruhigt ein bisschen ruhiger das Spiel fahren. Kommt da nicht dran, ne? Nachschuss? Nein. Da habe ich nicht hingepasst. Ich habe oben hier auf Pogba, glaube ich, gepasst, ja. Da muss auch passen, er hat schon Geld. Sauber, zu zweit könnte ich schaffen. Dann aber so ein schlampiges Ding. Schön. Ui! Also er vertut sich, glaube ich, des Öfteren gerne mal mit der Richtung oben nach vorne. Oder ich vertue mich. Aber der Tim hatte vorhin ähnliche Probleme. Ich dachte mir dann noch irgendwie, ja, der Tim, der hat ja immer Probleme. Das war sauber. Brauchen wir gar nicht hier rumdiskutieren. Wunderbar. Aber nee, der Tim hatte da, was wir vorhin gedaddelt haben, auch Pässe im Repertoire, wo ich dachte, Junge, Junge, den kann man auch mal anders spielen hier. Cool, oder? Also, so langsam aber sicher, wenn man hier sich in das Spiel reingefuchst hat, muss man schon sagen, bietet es einem sehr viele Möglichkeiten. Und ja, das 4-0 im Pokal, das haken wir jetzt einfach mal schon mal gedanklich ab. Wir finden hier definitiv jetzt peu à peu besser ins Spiel. Auch verteidigungsmäßig ist das jetzt gerade ein Hauch stärker. Und direkt per Spiel können wir auch. Und Carlos Tevez im letzten Moment. Ein Fußspitzchen dazwischen. Shit. Also wir sind, ihr seht es oben links oder habt es gerade noch sehen können, schon in der Nachspielzeit. Und ja, das sollte es dann auch jetzt gewesen sein. Wir spielen in unserem ersten Spiel gut, akzeptabel gut und zu null. Das ist doch nach 4 Gegentoren definitiv eine Steigerung. Und
Ich überlege gerade, wenn das mit dem TV-Verkauf funktioniert, wie ich mir das vorstelle, haben wir sogar noch ein paar Euro über. Vielleicht können wir da noch irgendwie den einen oder anderen Spieler. Pogba 7-0, ja. Hat auch gut gespielt, Tevez auch 7-0. Hm? Naja. Das erste Mal, ja. Ich weiß. Fühlt sich aber gut an. So. Ja, erster. Schön, das ist doch spitze. Aber die haben ja noch alle nicht gespielt. Hier unten sind hier Inter, Lazio und so. Also, keine Aussagekraft. Aber wir haben Geld gemacht, oder? Ja, Einsatzbonus, Torbonus. Aber wir haben Bilanz fast 600.000 eingenommen. Das ist doch spitze. Ach, das geht auf die aktuellen Finanzen. Schau mal an. Hm. Und jetzt gucken wir. Na klar, die Zeit nehmen wir uns. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. Ja, das wollen wir nicht. Kein Bock hier. 13 Spieler wurden in den heutigen Bekanntmachungen in ihrer jeweiligen Nationalmannschaft berufen. Ja, das ist Buffon. Lukaku ist dem Kader beigetreten. Das ist doch mal eine anständige Nachricht. Jawohl, mein Freund. Du wirst mein Stürmerstar. Transferverhandlungen sind gescheitert. Das ist Sterling, ja. Und ich kann da auch nicht mehr nachlegen, oder? Kann ich? Können nicht sofort erneut. Scheiße. Ja, was heißt nicht sofort? Wann können wir denn? Einige Spieler, Neuzugang enthüllt. Verhandlungen. Das ist wahrscheinlich die Tevez-Geschichte, ne? Ja. Nehmen die mein Angebot an, haben die 32, 33 Millionen. Jetzt ist natürlich, ja. Komm, Carlos Tevez, der ist ja auch schon 30. Jetzt haben wir 57 Mille. Nein, 57 Millionen, Mille sind ja 1000. Wir können hier nichts mehr machen, oder? Nein, wir müssen da abwarten. Keine Ahnung, wie lange. Haben wir noch irgendwie was Favoritenmäßiges? Haben wir noch, ja. Aber das sind schon alles unsere, außer Sturridge. Ich kann die ja mal hier aus den Favoriten entfernen. Depay, Mora. Donné ist auch bei uns. PSG. Lukaku ist bei uns. Ja, das wäre ja hier so ein Mitnehmer, ne? Mura statt. Ja, eigentlich statt Pirlo, ne? Ist jetzt keiner, den ich hier, oder? Dribbel 19. Doch, der ist ja richtig flink. Der ist ja im Vergleich zu Sterling, ist ja mal direkt um einige Klassen besser. Was ist denn der Vergleich Sturridge? Und auch nicht so viel anders hier. Mit Torgespür, okay, aber. Was ist denn mit Moore? Was soll er denn kosten hier, hä? Was soll er denn kosten? Aha. So glücklich wie Bolle? Mal gucken. 40 Millionen sind natürlich ein Brett, klar, aber. Wie alt ist denn der eigentlich? 22. Lukas. Guter Junge. So. Dann kann man immer noch hier wegen. Der kann vorne auch alle spielen, ne? Ist ja jetzt nicht so als. Aber der ist natürlich groß mit 1,88 und 25 Jahre. Ist auch nicht so, ne? Wir machen den mal weg. So. Okay, ich würde sagen, das muss erstmal reichen. Ich werde vielleicht gleich nochmal ein bisschen suchen, ob wir nicht noch irgendwie einen Flügelflitzer finden. Wobei eigentlich wären wir dann schon komplett, ne? Okay, ich würde sagen, das muss jetzt erstmal reichen für jetzt und danke fürs Zusehen. Hinterlasst ein paar Kommentare. Von mir aus auch gerne irgendwie mit Spielerwünsche. Falls ihr irgendwie sagt, hier, hör mal, der oder der, ne, das ist ein geiler Spieler, dann schaue ich mir das auch gerne an. Wenn ihr so ein paar Geheimtipps habt bei Pro Evolution Soccer, immer raus damit. Ja, wäre ich euch sehr dankbar. In dem Sinne, Leute, macht's gut, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao.